auf. Hallo, ihr Autobahnpuster, Landstraßenfuster und Fußwegrandalierer. Ich bin etwas aufgeregt, denn dieser Topf da, der da, wird heute weichen. Und deswegen sehe ich auch Dauerwerbung, weil die liebe Firma GPR mir dieses Paket zukommen lassen hat. So, Schritt Nummer 1, wir werden erstmal das Ding von der DB zahlen lassen. Deswegen steht hier DB-Messgerät. Ich habe keine Ahnung, wie man genau das messt von der Entfernung her. Deswegen lassen wir einfach betet immer selbst stehen. Deswegen steht es auch im Stativ und dann gucken wir uns einfach mal oder hören uns mal den Unterschied an. Und Kamera steht natürlich auch noch hier hin. Und bin mal gespannt. Nee, Quatsch, warte mal. Doch, als erstes hören wir uns nochmal Original-Sound an. Genauso machen wir das. Moment. So, dass ihr den alten Topf noch seht und Dezibelmesser. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie viel das wird. Müssen wir mal Schlüssel suchen. Eine Fehlzündung. 91 dB. Also man hört ihn so gut wie gar nicht, ne? So macht man ein bisschen. Und wir sind bei 91,4. Gut. Dann machen wir mal aus. DB-Messer lasse ich jetzt einfach mal hier so lange stehen. Der durfte hoffentlich in so lange. Na komm, wir machen mal lieber aus. So, da ist er wieder. Und jetzt packen wir das Schmuckstück mal aus. Dazu brauche ich eine kleine Decke. Weil wir wollen ja nicht, dass der gleich, bevor wir überhaupt montiert haben, zerkratzt. Hier so ein schönes Kacklaken. Bin schon echt ein bisschen aufgeregt. So, jetzt check einfach hier irgendwo hin. Born to run. Okay, alles klar. So. Wir haben Schnalle für hinten. Wir haben ein Zuckersieb. Wir haben ein Röhrchen. Wir haben irgendwas, was auch immer. Jetzt kommt ein bisschen interessant. Ich bin so gespannt, ey. Ja, aussieht. Ich habe es jetzt nur auf ein Bild gesehen. Jawoll. Ah, jawoll. Und der ist um Weiten kleiner. Schön. Zieht, warm. Zieht euch mal den Unterschied rein. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade richtig sehen könnt. Jawoll. Geile Scheiße. Na, wenn man mal richtig ins Paket gucken würde, dann liegt der da auch bei. Hahaha. Witzig. Witzig. Katalysator. Okay. Naja, wir schauen mal. Jetzt heißt es erstmal die anderen abbauen. So, Feuer frei. Wenn wir Glück haben, brauche ich hier nicht die Verkleidung abnehmen. Tada! So. Die Tröte kommt schon mal hier drin. Die Scheiße kann ab hier.
Okay, das war schon mal leicht. So. Dann haben wir erstmal hier diese komische Gummilippe rum. So, auch wenn ich jetzt gerade die eine Schraube ein bisschen fest angezogen habe, egal, kommt eine neue Schraube ran, ist gut. Ich will jetzt trotzdem schon mal einen Testlauf machen. Mal gucken, wie der sich allgemein anhört. Dazu stelle ich euch jetzt wieder auf die andere Kamera. Danke übrigens Ray von der Knieschleifer, der mir schnell mal eine passende Schraube vorbeibringt. Geil. So, dann sollte das heute auch schon mit dem Bastelvideo gewesen sein. Glaube ich, denke ich. Wenn nicht, komme ich gerne mal zurück. Andernfalls, wenn euch ein Video gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen drücken, Quatsch, Däumchen hoch, abonnieren und, ja, bis zum nächsten Mal.